Good morning, hier aus dem wunderschönen Dubai. Nach einem starken Frühstück gehe ich erstmal joggen und genieße noch ganz schnell hier diese traumhafte Aussicht aus unserem Apartment in Dubai. Und was wir danach machen werden, wissen wir noch nicht ganz genau, aber ihr seht es hier in dem Video. Bis gleich. Yo Leute, nach dem wunderschönen Jogging durch die Marina haben wir uns jetzt entschlossen, noch ganz schnell zu einem ganz tollen Strand zu fahren. Und was wir dann noch auf dem Plan haben, sagt euch jetzt hier die Betty. Also, der Strand heißt Secret Beach. Da waren wir auch noch nicht, deswegen sind wir ganz gespannt, was der uns zu bieten hat. Und danach wollten wir noch auf eine kleine Shoppingtour gehen. Testet. Okay. Aber haltet euch fest, ne? Okay. Okay, gut. Richtiges Drift-Auto hier, ne? Ist nicht so richtig. Nee, ne? Schande. Aber ist nicht schlimm. Leider hat der Hyundai keinen Heckantrieb, deshalb ist das mit dem Driften nicht so richtig was geworden. Aber dafür sind wir wirklich komplett, Leute, ich würde mal sagen, alleine an diesem traumhaften Strand. Also von mir gibt es jetzt schon auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mal gucken gleich, Badecheck müssen wir auch noch machen. Schauen wir mal. So Leute, der Strand noch mal ganz schnell hier zu dem Sand auch. Der ist wirklich komplett pulverig und weiß. Jetzt machen wir noch einen Wassercheck mit dem Jay. Also Wasser ist, es ist super warm und glasklar, Leute. Glasklar. Zudem habt ihr noch die mega coole Skyline hier von Dubai mit dem Burj Khalifa und allem drum und dran. So, das war dieser wunderschöne Traumstrand hier. Jetzt fahren wir Richtung Mall. Bevor wir das machen, Leute, habt ihr noch Bock auf einen Drift? Ja! Ja, dann los geht's, yes. Leute. Der Abschiedsdrift hier vom Traumstrand. Haltet euch fest. Haltet euch fest, Leute. Ah! Ja! Und wie geht's? Martin! Moin! Stopp! Martin, wir fallen hier raus! Schneller! Martin, schneller! Ah! Das war's, Leute. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon drin in der Emirates Mall, Leute. Mal gucken, was hier so Tolles gibt. So, Leute, wir gehen erst mal was essen hier in der Cheesecake Fake. Mit den ganzen Brattern, wir suchen uns ein steckes Haus, ihr wisst Bescheid. So, erstmal Tischlein suchen, ne, Leute. Und dann gucken wir weiter. Leute, wir haben uns hier bei Cheesecake Factory einmal diese super leckeren Nachos geholt, die hatten wir letztes Mal schon. Dann hatten wir, wie heißt der Salat nochmal? Avocado Chicken Salad. Chicken Salad, der war auch mega letztes Mal. Und nochmal so vier kleine Mini-Burger. Und danach gibt es noch einen Nachtisch.
Leute, noch schnell hier zur Cheesecake Factory. Die Portionen sind riesig. Also es reicht, wenn ihr einen Hauptgang euch mit zwei Leuten teilt. Das reicht vollkommen. Und jetzt haben wir uns noch so leckere Cheesecakes hier gegönnt. Jeder darf was haben. Und Lena fängt mal an, sag mal, wie es ist. Wie die schmecken. Also ein kleines Tasting hier. Was die? Mega gut. Ja. Und nochmal gucken wir hier raus in die schöne Ski-Halle. Wie schmeckt der Snickers Cheesecake? Sehr gut, sehr gut. Ach, das muss ich erstmal probieren. Also nein, ich glaube nicht, dass der so gut schmeckt. Ich möchte aber auch. Jo Leute, nach der super leckeren Cheesecake Factory gehen wir hier noch in die Zockerhölle hier von Emirates Mall. Da werden wir noch ein bisschen abzocken und die Kinder auch, haben auch noch ein bisschen Spaß dabei. So sieht das hier aus. Okay Leute, wir spielen jetzt hier Hot Wheels. Egal, wir gehen einmal aufs Gas drücken. Einmal auf Gas, Gas, Gas drücken. Okay, die ganze Zeit Gas geben Leute. One, go! Ich bin abgestürzt. Ja. Boom, Schakalaka. Wo bin ich? Ich bin ganz vorne. Ich bin erster. Ja, wer drückt mich auf die Seite? Ich bin erster. Wer ist erster? Ich war grün, ich war glaube ich der letzte. Ich bin erster, oder? Ranking, warte. Ich hab 68. Jani hat den ersten Mal gemacht. Ich hab 50, 100. 100 Tickets, Leute. 150. Tschüss, Leute. Jani hat gewonnen. Next round. Basti? Hier gibt's die Tickets. 150. Ich hab 3 Tickets bekommen. Basti hat 4 Tickets bekommen. Bei Miani hört das gar nicht mehr auf, Leute. 105 Jackpot, Leute. Yes, so, meine Freunde, jetzt machen wir noch eine Runde Fishing. Und jetzt ziehen wir hier die Karte durch. Miani drückt und ich werde hier machen. Ne? Alles klar, 1, 2 und los geht die Post. Und drück, drück, drück. Los geht's, Leute. Los geht's, Leute. Leute, seid ihr dabei? Digga, das kann jetzt hängen. Oh, das Ding ist, wir haben nichts weggepackt. 80 Tickets. Ja, mein Merk. Leute, 80 Tickets haben wir abgezogen. Ab geht's in Halo. Seid ihr ready? Janni ist ready. Bist du ready? Yeah! Yo Leute, Ninja Turtles ist angesagt gerade. Ready, ready? Ja, logisch, was ich will. Turtle Power! Schwer! Schwer! Turtle Power! Gut gemacht! So, meine Freunde, falls ihr auch mal Bock habt hier in die Zockerhölle hier in der Emirates Mall, kommt am besten am Freitag hier hin, von Freitag von 12 Uhr mittags bis 16 Uhr nachmittags kosten die Spiele hier alle nur die Hälfte. Das ist alles zum halben Preis, wir haben so eine Happy Hour hier. Jetzt wisst ihr Bescheid, bis später. So Leute, Shopping ist vorbei. Gab es nichts Großartiges hier, aber jetzt fahren wir erstmal wieder zurück zu unserem Apartment. Und dann haben wir noch ein Special vor heute. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Bis gleich. So Leute, noch ganz schnell zur Fortbewegung hier in Dubai. Würden wir euch empfehlen, einen Mietwagen zu nehmen. Und generell, wenn ihr auf der Sheikh Zayed Road seid, das ist die Hauptverkehrsader hier in Dubai, da ist immer 100. Und quasi alle 500 Meter sind Blitzer. Die blitzen ab 20 km/h mehr, also meistens ist hier 100, wenn ihr 100 ausgezeichnet seht, könnt ihr ruhig 110 fahren. Und bei 120 oder über 120 werdet ihr geblitzt. Nur so als Info nebenbei und weiter geht's im Gepäck. Gehört.
So Leute, wir machen uns jetzt hier gerade ready für das Highlight für heute Abend. Aber was ich euch noch mal zeigen wollte, ist der Sundown hier von unserem Apartment. Also ist wirklich mega Hammer. Wie gesagt, die Beschreibung von unserem Airbnb seht ihr auf jeden Fall unten. Oder was heißt, der Link ist unten in der Beschreibung. Falls ihr auch Bock habt auf dieses Apartment hier, wie gesagt, eine Woche, 1400 Euro, kann man gar nichts sagen. Mit dem Ausblick hier ist wirklich der Hammer. So, wir haben euch noch ein besonderes Highlight für heute versprochen. Wir sind hier im BW The Palm und in der Bar So Be. Kommt mal mit, wir zeigen euch es. Highlight ist hier immer von Sonntag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr habt ihr Happy Hour. Da kriegt ihr besondere Getränke für 38 Dirham, was sonst so um die 80 Dirham gekostet, und habt einen mega Ausblick auf die Skyline von Dubai. Ihr könnt hier das Royal Atlantis da hinten sehen, was jetzt alles schon ein bisschen dunkel geworden ist, und die wunderschöne, traumhafte Skyline von Dubai. Also auch hier nochmal, Leute, eine mega Empfehlung. Leute, ich zeige euch noch ratzfatz die Happy Hour Karte, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar, wie gesagt, von Sonntag bis Freitag habt ihr hier einmal für 38 Dirham Rosé, Weißwein, Bier, Heineken in der Flasche, oder ihr nehmt das Premium Package. Da habt ihr hier für 50 Dirham Aperol-Spritz, Mamacita Cocktail, Sabonita und so weiter. So, das war das Video jetzt mit der Bar und seid gespannt, was wir morgen alles tun werden. So, Leute, wir sitzen hier in unserem Apartment und machen eine Taki Challenge. Taki Challenge. Zeig mal die Takis, die wir haben. Hier, Blue Heat und. Blue Heat und Fuego. Super. So, was denkt ihr, welche Packung machen wir als erstes auf? Leute, nicht so zu vergessen, beide Extreme. Extreme. So, unser Obertester. Big Lena wird das jetzt mal verköstigen und wir gucken, wie rot die anläuft. So Leute, jetzt ziehen wir uns hier erstmal so ein Taki-Liki-Liki-Taki-Liki-Liki rein. So Lena, du auch? Okay, machen wir auf drei? Auf drei machen wir das mal. One, two, three. Nee, bis jetzt merke ich schon gar nichts. Hast du das heute schon rausgestellt, Papa? Das kribbelt so ein bisschen auf der Zunge. Aber mehr kann ich jetzt erstmal nicht feststellen. Die Lena greift zum nächsten. Ja, für eine zweite rein. Außer, dass deine Finger rot sind. Ja, die Finger sind red. Mhm. Das ist nichts gut. Aber nicht super gut. Scharf sind die jetzt nicht, nee. Okay, weiter geht's. Machen wir die blauen auch noch auf? Ja. Ja, jetzt? Wir müssen ja wissen, welche besser sind. Machen wir blau auf. So, die blauen werden auch noch mal probiert. Ich hau mir auch noch mal einen rein. Warte mal. Darf ich auch einen? Und? Sieht gut aus. Haben wir eine Zunge blau? Ein bisschen. Die ist rot-blau. So. Und was sagst du?
Ich finde, Van finde ich sicher noch schärfer als Zebra. Mhm. Ich finde die auch irgendwie leckerer. Ich finde Rot besser wie Blau. Ja, finde ich auch, weil die haben irgendwie noch so ein... Geschmacklich jetzt. Schmeckt noch leckerer als die? Nee, nein, Rot schmeckt besser. Okay. Rot hat gewonnen, Leute. Und den Takilis. Fuego. Die müsst ihr kaufen, Leute. Beste.